is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Entrückung der Gerechten. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Bald erschien die große weiße Wolke. Sie sah viel schöner aus als vorher. Der Menschensohn saß darauf. Zuerst konnten wir Jesus auf der Wolke nicht sehen. Aber als sie der Erde näher kam, betrachteten wir seine geliebte Person. Die Stimme des Gottessohnes rief die in ihren Gräbern schlafenden Heiligen hervor, die nun mit herrlicher Unsterblichkeit begleitet waren. Die lebenden Heiligen wurden in einem Augenblick verwandelt. Und wir wurden mit ihnen gemeinsam in einem Wolkenwagen nach oben entrückt. Er sah einfach herrlich aus, wie er so nach oben fuhr. Auf beiden Seiten des Wagens waren Flügel und darunter Räder. Und als der Wagen aufwärts fuhr, riefen die Räder heilig und die Flügel von heiligen Engeln, die die Wolke umgaben, riefen heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger. Und die Heiligen in der Wolke riefen Herrlichkeit, Halleluja! Wir kamen zusammen in die Wolke und waren 7 Tage lang unterwegs bis zum gläsernen Meer, wo Jesus die Kronen herbeibrachte und sie uns mit seiner rechten Hand auf den Kopf setzte. Er gab uns goldene Harfen und Siegespalmen. Hier am gläsernen Meer standen die 144.000 in einem vollkommenen Viereck. Einige hatten sehr helle Kronen, andere strahlten weniger hell. Einige Kronen wirkten richtig schwer, so viele Sterne waren darauf, während andere nur wenige Sterne hatten. Dabei waren alle mit ihren Kronen völlig zufrieden und alle waren von der Schulter bis zu den Füßen in einem herrlich weißen Mantel gehüllt. Engel umringten uns, als wir über das gläserne Meer zum Stadttor schritten. Jesus hob seinen mächtigen, herrlichen Arm, ergriff das Perlentor und schwang es in seinen glitzernden Angeln zurück und sagte zu uns: Ihr habt eure Kleider in meinem Blut gewaschen. Ihr seid fest für meine Wahrheit eingestanden. Kommt herein. Wir marschierten hinein und hatten das Empfinden, mit gutem Recht in der Stadt zu sein. Eine Stimme, voller tönend als jede Musik, die je an das Ohr eines Sterblichen gedrungen ist, wird man sagen hören: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. The Lord is coming. Are you